Wir spielen Schmelze im Paradies mit Kid Ultra. Den wollte ich nochmal probieren. Und zufällig haben die Gegner auch einen. Den sieht man so selten. Und jetzt haben sie ihn trotzdem. Ja, wir haben Ernest als Tank-Unterstützer. Sonst haben wir zwei Nahkämpfer und einen Fernkämpfer. Das ist vielleicht ganz gut. Die Gegner haben auch... Na doch, die haben Isaac-Tank. Ambra und Kit-Heilung. Also das... Na, mal gucken. Und dennoch zwei Nahkämpfer. Ne? Panels wird wahrscheinlich blöde für uns. Da bin ich mal gespannt. Vor allem, ob wir jetzt Kid Ultra ein bisschen besser hinkriegen als beim letzten Versuch. Wo er ja nicht so gut bei weggekommen ist. So, ich bin einfach mal mit Ernest mitgegangen. Vielleicht bringt's ja was. Wir die ging leider daneben. Nehme ich sie selber mit. Ups. Ja, das war wahrscheinlich doof. Ich glaube, da war gar keiner von denen. Oh, hier ist der Dragon. Das darf nicht sein. So, bitte nachladen. Da ist ein Assist für wen auch immer. So, ich gebe die mir mal selber schnell. Zack, ich glaube, ich habe... Doch, ich habe auch gerade geskillt, dass sie den Schaden über Zeit kriegen. Nein, das Pendel ist auch noch. Wir kriegen nicht mal den Dragon hin. Okay, wir rennen mal vor Pendels weg. Das wäre vielleicht ganz gut, ja. Hat's was gebracht. Der weiß nicht, dass er noch markiert ist, ne? So, wunderbar. Oh, nur wir haben gepunktet, die Gegner nicht. Das war gut. Und ich glaube, ich habe zwar nur einen Assist gemacht, aber immerhin. Zack, da hat sie den. So, wir machen mal so. Hep. Genau, da haben wir getroffen. Da ist der feindliche Kit. So. Ich habe das schon mal gesehen, dass ein so ein Kit richtig viele Kills hatte. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Schade. So. Aber wir stehen im Moment ganz gut da. Die Gegner haben noch gar nicht gepunktet. Was machen die? Oh, da war gerade Pendels. Den habe ich gesehen. Die sind aber auch alle da. So, der ist weg. Ich will jetzt aber auch nicht hier alleine rumstehen mit dem. Ich bin ja ganz alleine auf der Seite jetzt gerade. Das Ernest wieder... Oh, der hat den feindlichen Kid Ultra. Oder kämpft er gerade gegen den? Schießt er hin nach da drüben. Zack. Da muss man ja auch mit der Bola irgendwie drei Feinde auf einmal treffen mit einer... Oder noch mehr... Da ich noch nicht ganz durchgeblickt, aber die fliegt ja wohl auch durch. Durch Feinde. So, ich hab die Arme mitgenommen. Zack, den habe ich getroffen. Nee, den kriege ich nicht mehr. Da hinten ist Ambra. Ah, da ist der Pendels. Den haben wir fast gehabt. Schade. So, wir nehmen die mal mit. Da ist unser Pendels. Ah, der bräuchte eigentlich auch Heilung, ne? Das war, glaube ich, ganz gut. Ups, jetzt kommt sie aber nach vorne. Hey, wie ist denn das gemacht? Also mit diesem Dreifachschuss kann man in kurzer Zeit eine ganze Menge Schaden machen. Huch. Ich hab dich schon vergessen. Ah, da ist unser Pendels. Hier. Naja, das bringt... Nicht getroffen. Ja, das Ding prallt leider auch nicht von der Umgebung ab. Dass man da irgendwie noch was mitmachen könnte. So, sind die noch andere von uns? Da ist auf jeden Fall Pendels. Der eigentlich Heilung braucht. Pendels, komm mal her, hier. Hier. Ach, daneben. Schade. Das andere... Ja, schade. Auch daneben. Jetzt müssen wir langsam mal wegkommen hier.
Drohne hin. Zack, Heilung. Und entkommen. Wunderbar. Da gehen wir zurück. Was macht denn der? Ah ja. So, da vorne ist Pendels. Der kann Heilung gebrauchen. Wir schicken ihn mal... Nein, das hat nicht ganz gereicht. Sammel die mal ein. Wissen die nicht, wie das geht? Er hat noch ein bisschen Cooldown jetzt. Das will ich ihm eine schicken. Da ist der Assist. Ja, der hält sich anscheinend auch alleine. Okay. Ich mach voll. Ich weiß nicht mehr, wo er ist. Nee. Nicht mehr da. Hier. Zack. Direkt erwischt. Wunderbar. Der hat Bola gesagt. Das Wort nur gehört, dachte ich, hab doch gar nichts gemacht. Oh, da ist der feindliche Pendels unterwegs irgendwo. Mist. So, was mit Dragon? Der rennt weg. Aber er kommt nicht runter. Das ist meiner. Oh. Gerne braucht vielleicht Heilung. Bleib mal. Nee, brauchst du doch nicht. Doch. Erwischt. Ist eisig. Boom. Jawohl. Oh, das war meiner. Den habe ich ja schön geklaut. Ernest bräuchte eine Drohne. Aber er rennt weg. Oh, wir können skillen. Obwohl ein vollständiger Raketenwirbel mit 3 Raketen befördert Kit Ultra nach hinten. Kann alle 2 Sekunden. Okay. Anzahl der Raketen, die aus dem. Ja. Sehr gut. Mist. Mal, musst du wohl selber einsammeln. Hier, zack. Ja, wenn es jetzt 3 sind, ist er noch gefährlicher, denn ich kann mir schon vorstellen, dass der gar nicht so wenig Schaden machen kann. Wenn man das hier richtig macht. Ach, die, je weiter die fliegen, desto weiter fächern die auseinander. Dann macht das Sinn mit dem... Mist, ging daneben. Nein! Mann, ich hätte ihn fast gehabt. Nee, da kriege ich nicht mehr. Oh, Pendels ist auch unterwegs. Mistbräu nicht. Mist. Dorn, renn doch nicht. Okay, sie rennt vor Isaac weg. Das war schlau. Nein. Okay, nehme ich es eben selber mit. Bringt ja auch was. Aber kann ich mit meiner Aura, kann ich glaube ich nicht heilen, ne? Das bringt nichts. Zack, erwischt. Würde ihr gerne eine Drohne geben. Wieder nicht getroffen. Ändern nicht so viel rum. Ja. Das hast du jetzt davon. Oh jo. Da hat er Angst gekriegt. Und erwischt den Pendels. Und ich dachte, der macht mir die meisten Probleme. So, was können wir machen? Bola-Falle prallt einmal von der Oberfläche. Ja. Treffer im Polarfaller. Gegner reduziert die aktuelle Ablenkzeit von Unterstützungsdrohnen. Nö. Mach mal so. Ey, was war denn das für eine Runde jetzt, bitte? Da war ich... Oh. Stimmt, wir müssen ja Leute mit ganz vielen Raketen treffen. 3 Leute auf einmal. Ist die Voraussetzung. Aber vielleicht auch einfach nur die im Radio stehen, ne? Davon. So, Nebeneffekte gerecht. Aber heilt jetzt nahe Verbündete. Ja. Es ist sehr gut. Leute heilen. So, wir können das letzte Ding hier machen. Wieder nicht getroffen. Ja, da hat er sich so vorgestellt, ne, dass er an Ernest rankommt. Unsere Feinde haben einen Riesenschaden reingebracht. Halten Sie Boom. Da habe ich viele Leute getroffen, aber ich glaube, kommt raus. Die Voraussetzung, die Aufgabe ist entweder 4 oder 5 Leute. Oh, der will sich jetzt rächen, ne? Jetzt will er es wissen. Hehehe, da ist der Assist. So. Jetzt haben wir mal hier eine Drohne für mich selber. Aber. Ah, der ist schon gar nicht so uncool. Vielleicht war das nur Pech mit der Gruppe oder einfach mein. Dass der neu war. Oh, Ernest kämpft gegen Ambra gerade. Zack, erwischt. Oh ja. Das hat er geschafft.
Jetzt haben wir da rüber. Ja, Thorn ist in Gefahr. Aber wir machen das mal schnell hier, ne? Wuuu! Boom! Haben wir Thorn geheilt? Punktelimit erreicht. Weiß man nicht. Zack! Direkt getroffen. Ich weiß gar nicht, ob wir die Aufgabe schon fertig haben. Leute direkt treffen mit der Drohne. Da ist keiner. Oh, Dragon! Das Finale hat begonnen. Zack, erwischt! Ultrascherben sind erschienen. Und da ist wenigstens der Assist noch. Eisig! Können wir den erwischen? Ja! Dann gebe ich mir auch schnell selber. Und dann werden ja auch von mir geheilt. Jawohl. Oh, hier sind viele. Zack. Hat nur, glaube ich, nichts gebracht. Das Wetter nimmt eine überraschende Wendung, fürchte ich. Zack. Oh, getroffen. Wunderbar. Und noch ein K.O. für mich. Also den müssen wir denn ziemlich bald nochmal probieren, um zu gucken, ob das jetzt hier nur ein Zufall war. Jetzt wollen sie es aber richtig wissen hier, ne? Haben wir gepunktet? Ja, wir haben gewonnen. Was war denn das? Sehr gut. Und sogar die tägliche Mission von wegen mit LLC-Charakter dreimal gewinnen. Deswegen habe ich ihn genommen. Das hätte ich ja nicht gedacht. Oh, stimmt. Wir waren ja mit dem so weit hinten. Anderthalb Level hat's gereicht. Nicht schlecht. So, oh, wir gehen mal schnell da raus. Was fehlt denn hier? Wir haben hier einen Jeneriten und einen Abtrünnigen. Haben wir Pendels? Doch, wir haben Pendels einmal geschafft. Und einen Jeneriten? Denn für einen Jeneriten? Ja, das können wir ja gleich gucken. Haben wir überhaupt einen? Ach, Ambra haben wir vielleicht einmal umgelegt. Das kann sein. So, das haben wir geschafft. Ja, ja. Erledige 10 Mal als Team 20 feindliche Battlebonds in einem Schmelzespiel. Aber ja, okay. Gewinne als Kid Ultra. Ja, gut. Spiele 100 Mal als LLC. Oh, das haben wir auch fast. Ja. Wiedergeboren Badass. Naja. So, da waren wir. Die sind, glaube ich, am weitesten hinten. Ne? Die LLC-Charakter sind aber auch, glaube ich, mit die uncoolsten. Der Marquis ist gut. Die anderen nicht so. El Dragon vielleicht noch, aber naja, naja, naja. So, Ebene 1 Schredder im gegnerischen. Ach so. Und das ist ja das ist eigentlich das gleiche wie die Gegner, haben noch keine 100 Punkte. Fast. Bisschen krasser. So, aber haben wir für den irgendwas geschafft? Das wäre interessant. Ja, triff 100 Mal mit einem einzigen Einsatz des Raketenwirbels 3 verschiedene Ziele. Das zählt bestimmt über die Explosion, wenn die Schergen auf einer Stelle kommen. Ist ja dann gar nicht so schwer, wie ich dachte. 25 Mal in einem einzigen Spiel. Ach so, 5. Einzigen Spiel 5 Verwundete Verbündete direkt mit der Unterstützungsdrohne. Ach so, also habe ich doch noch nicht fertig. 4 Mal und es zählt pro Spiel, ne? In einem einzigen Spiel 5 Mal. Also muss ich das 5 Mal machen? 25 Mal. Das wir haben nichts mit der Bowler geschafft. Da müssen wir gleich nochmal gucken. 5 Kills und gar nicht gestorben. Wir waren ja richtig krass drauf. Und die Gegner waren richtig schlecht. Okay, Bowler-Treffer 17, ja. Müssen wir gleich mal gucken, ob... Ups. Ob das auch zählt, wenn man mit der Bola Gegner trifft oder ob das Battleborn sein müssen. So. So, ach, wir haben doch. Was haben wir geschafft? Ach, nur einen Skinner mehr gekriegt für den. Wo sind der? Da. Erscheinungsbild. Nee. Den weißen, der sieht auch gar nicht so doof aus. Also. Ja, mit dem werden wir vielleicht nochmal ein paar Mal öfter spielen, bis wir herausfinden, ob der gut ist oder nicht. So, das haben wir gesehen. Heile oder beschädige 10 Mal mindestens 4 andere Battleborn mit einem einzigen Einsatz von Rettungsaktionen. Also 4. Also mal gucken, ich glaube, man drückt die automatisch auch weg, ne? Erhöht aktivieren, um sich zu retransformieren und sich selber und Verbündete und nahe Gegner zurückzustoßen. Ich weiß nicht, ob das als Schädigen schon zählt, aber ich glaube, man kann... Ich weiß nicht, aber kann man skillen, dass das Schaden macht? Wir kriegen dann auch Schaden zu. Da muss man bis hier kommen. Ach, oder das ganze Team steht auf einem Haufen. Das geht natürlich auch. 10 Mal muss ich das machen.
mindestens 4 an, ja. Und das andere ist, füge 3-mal 25 mal 3 gegnerischen Battleborn mit einem einzigen Einsatz der Bola-Falle Schaden zu. 3 gegnerische Battleborn. Kann man das vielleicht später skillen? Prallt einmal ab. Also das der Oberfläche Richtung des nächstgelegenen stärkeren. Also das kann sein, ne? Wenn man durch Zweier. Das schafft man ja. Wenn man durch Zweier durchhaut, dann prallt es gegen eine Wand und fliegt zum nächsten, der daneben steht. Das würde gehen. Gegnerischen Schild beschädigt, lädt sich Kind oder Schild auf. Das bringt ja auch nichts dafür. Ja, aber es kann ja auch eine Mutation sein, ne, die wir noch gar nicht haben. Sie ist auch nochmal Bulle. Der erste Gegner, der Bullerfalle trifft, wird betäubt statt verlangsamt. Oh, auch nicht schlecht. Explodiert beim Aufprall auf einen Gegner, verursacht Schaden und verlangsamt alle Gegner. Oh, das kann auch sein, ne? Wenn alle drei nebeneinander stehen und dann explodiert die. Das würde auch gehen. Gut. Ist aber für ein andermal. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Battleborn.